Ja, Hallöchen, Pöpöchen und herzlich willkommen zurück zu Blockscape, meine Damen und meine Herren. Das letzte Mal haben wir diesen wunderschönen Turm kreiert. Ist ja auch schon wieder, ja gut, für mich ist das noch nicht mal ein Tag her, für euch eine Woche. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig geworden, ja, dass wir das Ganze jetzt, glaube ich, über 5 Folgen gestreckt haben. Ich fand es aber jetzt gar nicht mal so schlimm. Und auch nicht änderbar. Ja. Ich werde jetzt mal sehen, wie wir jetzt hier weitermachen. Ich habe mir auch überlegt, dass wir den Turm erstmal Turm sein lassen und ein bisschen was anderes machen. Ja. Unter anderem habe ich mir überlegt, dass wir hier mal ein Stückchen was machen. Und zwar so, dass wir quasi die na, sag mal schnell, die Bodenplatten quasi setzen, worauf wir drauf sitzen, ja. Deswegen war ich am Überlegen, jetzt kommen wir darüber, ob wir den Turm, den wir jetzt schon so hoch haben, wie jetzt haben, so lassen, ja. Und darauf im Prinzip nur noch 2 von diesen Steinen draufsetzen. Und dass wir den Boden quasi einfach nur 3 Felder runter machen. Ich glaube, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also im Hintergrund habe ich jetzt mir auch mal den Original-Soundtrack von Skyrim draufgezogen. Ich hoffe, er gefällt. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ja. Es ist die Frage natürlich, wie machen wir den Boden? Wir hätten hier natürlich einmal Bricks. Ne, ich glaube, die sind jetzt nicht so gut. Und ich glaube auch, der Sound ist ein bisschen zu laut. Muss ich mal kurz ein bisschen leiser machen. Ich habe den Sound hier auch für im Spiel selber runtergedreht. Ja, was nehmen wir denn dafür? Slabs. Gucken wir mal, wie sehen Slabs aus. Wo haben wir sie? Mit Y. Diese Steuerung ist ja auch sowas von genial. Ah, oh. Ah. Nehmen wir natürlich die hier. Kann man das so lassen? Ich überlege gerade. Ja, das kann man, glaube ich, wirklich so lassen. Das machen wir natürlich direkt wieder hübsch. So. Hier machen wir dasselbe. Die Reihe müssen wir jetzt leider rausnehmen, aber das macht ja überhaupt nichts. Ah, hier unten drunter auch eigentlich. So. Weil von außen sieht man es ja eh nicht. Deswegen haben wir auch 2 reingebaut, ja? So. So. Bauen wir das Ganze mal. Wie breit wollte ich das denn jetzt haben? Ah, gut, das wollte ich ja sowieso hier komplett zuziehen. Also von daher ist das ja eigentlich schon fast. Nutzpiep egal. Es fliegt da hoch. So. 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 So, Moment. Das Ganze machen wir jetzt noch ein bisschen fixer. Also jetzt ohne Zeitraffer, aber halt mit mir. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen zu stoppen. Das vergesse ich das. Was habe ich gemacht? Falsche Taste. Was wollte ich nochmal sagen? Genau. Wie gesagt, ich muss ja momentan noch Zeit gewinnen. Ich habe immer ausgerechnet, mir fehlen noch knapp, ja, so um die 20 Folgen mit jeweils 15 Minuten. Das ist eine ganze Menge. Ich überlege mir, ob ich auf 10 Minuten runtergehe, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Also 15 Minuten sollten es wohl schon sein. Vor allem, da jetzt ja nur noch mindestens einmal die Woche, eventuell werde ich das ja auch ein bisschen anders machen. Dass das ein bisschen seltener kommt, je nachdem, wie ich das schaffe. So, machen wir das Ganze mal auf eine Ebene. Passt nämlich auch wunderbar von der Breite her, dass das genau mit Zweier aufhört.
mal weg, dann ist das einfacher. So. So. Machen wir erstmal bis hier hin. So. Gleich haben wir's. Passt das nicht ganz? Moment. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die eine Seite nicht so breit ist wie die andere. Doch, passt. So ist quasi, dass man hier drauf laufen kann und hier runterschauen kann. Ja, ich finde, das sieht eigentlich ganz okay aus. Hierauf machen wir natürlich wieder unsere Pfosten. Oder lassen wir das? Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ah, ich habe ja gar keinen Gottmodus mehr an. Ach, kein Flugmodus mehr. So, ich gewöhne mich auch nicht dran, mit Leertaste das Ganze zu machen. Ne? So. Nee, so nicht. So. So. Nee, der war jetzt zu hoch, ne? Ja. Ich lerne es auch nicht. So. Den weg. So, geht doch. So, jetzt fällt das auch gar nicht. Ah gut, es fällt doch auf. Machen wir ganz kurz das nochmal ändern. So. Also ich habe mir überlegt, ja so eine Zweierbreite zu machen. Eine Viererbreite. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Auch nicht schon wieder. So. Das ändern wir mal wieder ganz kurz. So. Mal gucken, wie breit ist eine Viererbreite? 2, 3, noch ein hier dran. So. Das müsste eine Viererbreite sein, richtig? 1, Moment. 1, 2, 3, 4. Also, das ist die Grenze dafür. Die machen wir natürlich auch so dick wie die anderen. So. Und jetzt müsste es quasi immer so gehen. Klick, 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 klick und so weiter und so fort. So. Sind das überhaupt auch noch 4? 1, 2, 3, 4. Ja. So. Das ist einer zu viel. Egal, machen wir erstmal so und dann können wir noch entfernen. Entfernen ist ein bisschen einfacher als hinsetzen. So. So, 1, 4. So muss das enden, hoffentlich. So. So, kurz überlegen. Das Ganze machen wir natürlich selbstverständlich noch so, dass es vernünftig hier rankommt. So, reicht das zum Laufen? Ist eng, aber puh. Also hat man noch einen höher. Nö, ich glaube, so ein Viererbreite sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, von der Breite her, wenn man das hier so ein bisschen abschließt noch, muss man kurz gucken. Ob ich, womit ich das abschließe. Moment, ich habe mir mal überlegt, das machen wir mit Bricks wieder. So. Ne, gar nicht mit, doch noch mit Bricks, aber mit den kann. Fällt das überhaupt auf? Ach, ich bin auch immer bei Slabs. Ne, so. Mal gucken, wie das aussieht. Weiß nicht, das sieht irgendwie nicht richtig aus. Außer man macht den ganzen Weg noch einen breiter. Das wir erstmal so einsetzen. Und dann gehen wir auf 3.
So ist das Ganze natürlich ein breit. Das fällt eigentlich effektiv gesehen kaum auf, ne? Die haben eine relativ ähnliche Textur. Ach komm, dann machen wir den einfach ganz normal. Ups, jetzt habe ich da gerade wieder irgendwas weggelöscht. Nehmen wir einfach die ganz normalen, diese Slabs sind das, glaube ich, ja. So. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn das jetzt so aussieht. Ich mache jetzt mal nur noch so einen kurzen Vorweg und dann machen wir mal den Rest so ein bisschen. So. Ich lerne es noch irgendwann. Das ist leider auch wieder so eine Einzelfummel-Affenarbeit, aber das macht ja überhaupt nichts. Ja, so geht das eigentlich, ne? Hier kann man so ranlaufen, so düdelü. Und hier, jo, das geht eigentlich, finde ich. Die geraden Stellen sind so wie, zum Glück wieder einfacher, wenn man sie dann mit dem richtigen Stein macht. Das geht. Machen wir hier. So. Wir wissen wenigstens, wo wir da auch direkt wieder anfangen müssen. Dann mache ich jetzt mal das ganze Stückchen hin. Ich versuche jetzt mal einen Teil deiner Mauer schon mal so weit fertig zu kriegen. Da haben wir so quasi so eine Art Blaupause. Und das sollte dann einfacher werden, den restlichen zu machen. Zumindest können wir hier unsere Ideenvielfalt machen. Den Rest können wir uns noch immer überlegen, ob wir daraus eine Benny Hill-Folge machen oder wie in den letzten Folgen. Hier ist das Orchester. Das fand ich eigentlich ganz, ganz lustig. So. So, solange wir hier auf derselben Ebene bleiben, geht das hier sogar auch noch einigermaßen schnell. Ja, das geht wirklich einigermaßen schnell. So. Was ist denn da passiert? Machen wir das Ganze erstmal so. So, dann können wir mal hier abzählen. Welche zu viel davon sind oder zu wenig. Der ist zu viel. Ne, irgendwie passt das nicht. 1, 2, 3, 4. Wie habe ich das denn da gemacht? Okay, der ist ja komplett mit reingekommen. Das sind aber wirklich 4. Außenrum muss man das mal gucken. Das sind 1, 2, 3, 4. So muss das. Okidoki. Das kam mir auch schon gerade schon so ein bisschen dünn vor. So, setzen wir einfach überall nochmal einen dran. Dann brauchen wir gleich nur noch wegmachen. Hoffe ich. So. Passt das noch? 1, 2, 3, 4. Der muss noch weg. Ja, das geht eigentlich. Okidoki. Ich habe übrigens auch die Hintergrundmusik ausgestellt von Blockscape. Ja, das Gute ist ja daran, dass man trotzdem noch... Oh.